Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten DPL-Kampf heute gegen den lieben Quinch. Und ja, wir werden das Ganze heute auf Showdown machen, denn Quinch hat im Moment keinen 3DS und kann somit nicht gegen mich auf dem 3DS kämpfen. Also haben wir den Kampf heute ausnahmsweise mal auf Showdown ausgetragen. Ja, ich habe mich entschieden, direkt mit meinem Signature-Pokémon anzufangen. Genauso wie er, was super interessant war. Ja, muss man fairerweise sagen, ich hatte auf Macho mal hier den Fokusgurt, was heißt, Frosty Kellogg hätte mich unmöglich besiegen können mit einem Zug. Ja, dementsprechend hat Quinch hier natürlich an der Stelle etwas nachgedacht und sich dann auch im Verlaufe des Zuges dafür entschieden, zurückzurufen. Bloß ich weiß natürlich nicht, wie lange das dauert. Ich bitte diese horrende Aufnahmequalität von mir zu entschuldigen. Es ist ziemlich ungewohnt von mir. Aber ich nehme auch, um ehrlich zu sein, nicht so gern und so oft auf Showdown auf. Egal. Jedenfalls warten wir auf Quinch tollen Zug, dass er jetzt endlich mal zurückruft. Warum auch nicht? Wir haben teilweise sehr viel nachgedacht. Ja, er hat dann hier auf Smogmog zurückgerufen, ist natürlich ein super Zug, ja, weil es resisted ist. Er kriegt hier sogar noch einen Critical Hit ab, was für Wolke aus Gas nicht unbedingt so toll ist. Ja, Spezialverteidigung und Verteidigung sind gesunken. Ich war hier an der Stelle natürlich, klar gewesen, dass ich hier zurückrufen muss. Und hab mich dann auch entschieden zurückzurufen, weil Macho Mai kann mit diesem Moveset, was ich auf Macho Mai habe, nichts gegen Wolke aus Gas ausrichten. Ich habe weder Ice Sieb noch einen Abschlag drauf. Ich habe Patronenhieb, Nahkampf und irgendeine noch eine Attacke drauf, die gegen Smogmog jetzt hier nichts gebracht hätte. Dementsprechend kann Macho Mai nichts gegen dieses Smogmog hier ausrichten und ich war halt an dieser Stelle wirklich gezwungen gewesen zurückzurufen. Ja. Hab mich entschieden, auf Heatwind zurückzurufen, in der Hoffnung, dass er irgendeine Dingsattacke einsetzt, eine Giftattacke. Kommt hier aber mit Kraftreserve Boden. Das scheint wohl sehr beliebt zu sein, soll ich mir auf jeden Fall merken. Ist nämlich sehr effektiv auf Heatwind. Ja, Smogmog ist nicht so sonderlich schnell. Ich habe sie ja mal in einem Wi-Fi-Battle gehabt, was ein Glück. Konnte ich mich dann auch ein bisschen so indirekt drauf vorbereiten. Es hat eine 60er Init-Base. Das heißt, es ist langsamer als Heatran und ich kann auf jeden Fall Tarnsteine rausbringen, was mir sowieso sehr essentiell wichtig war. Auch wenn Smogmon diese durchaus entfernen könnte. Er entscheidet sich zurückzurufen, wahrscheinlich mit dem Gedanken, dass ich auch zurückrufen werde und er sich dann in eine bessere Position bringen will. Stattdessen hole ich die Tarnsteine hier wirklich sehr sicher raus. Ja, da ist natürlich Tornupto auf der gegnerischen Seite. Mein erstes Pokémon überhaupt, was ich in Pokémon hatte. Und ja, man muss ja mal sagen, also im Ranking auf Smogon ist es laut der Tabelle sehr weit unten, Tornupto. Ich meine sogar, es wäre im E-Rank. Also Tornupto ist verdammt schlecht eigentlich, aber gut. Quinch spielt gerne solche Pokémon. Ich mag es nicht immer übel, ich nehme auch mal gerne solche Pokémon mit und ja, ist ganz cool. Hier an der Stelle war ich wieder in Gedanken gewesen, ja, was will er denn bitte mit Tornupto erreichen, weil an und für sich kann ja Tornupto hier keine Attacke einsetzen, kriegt jetzt hier ebenfalls einen Critical Hit bei Kraftreserve ab. Natürlich war die vom Typ Boden gewesen, wieso ich glaube, der Critical Hit jetzt nicht unbedingt so gemattert hat. Ja, kein Frosty. Und mir war klar gewesen, dass ich hier eigentlich nur noch ein einziges Pokémon in den Kampf rufen kann, was wirklich gefährlich für Tornupto werden könnte. Und er war Tauros. Tauros ist so ein Pokémon und so ein Kandidat, wo man auch gerne mal unterschätzen kann, weil es halt A, im Never Used ist und B, auch eine wirklich coole Fähigkeiten oder beziehungsweise wirklich coole Fähigkeiten kann, ja, und finde so ein bisschen, es ist so ein bisschen unterschätzt, genauso wie Calamanero, was ich auch gerne einsetze.
Und ja, dementsprechend, ich habe mir aber an der Stelle hier schon wirklich Gedanken gemacht, weil es war halt nicht sehr einfach, was ich gegen Tom Nupto unbedingt einsetzen sollte. Gardevoir wäre auch noch eine Option gewesen, wobei ich natürlich hier mit Feenattacken eher weniger ausrichten können, aber ja, Tauros ist so ein bisschen bekannt für Steinhagel. Ich habe es mal liebevoll Bullseye genannt, warum auch nicht. Ja, durch Tarnsteine kassiert er jedenfalls einiges an Schaden, was auch super cool ist. Das heißt, Tornupto und Kyurem bekommen einiges hier an Tarnsteine Schaden, an die beide hier sehr effektiv, oder da Gestein sehr effektiv gegen die beiden Pokémon wäre. Deswegen war es mir auch essentiell wichtig, hier Tarnsteine unbedingt rauszubekommen. Ja, er denkt hier auch wieder sehr, sehr lange nach. Tauros, muss man fairerweise sagen, hat nicht wirklich die beste Spezialverteidigung, aber wäre schneller als Tornupto, weil es auf jeden Fall Tornupto ausbieten würde, weil ich habe alles in Initiative reingesteckt, was ich nur in Initiative reinstecken kann. Weil es ist mein schnellstes Pokémon im Team und Quinch hat kein schnelleres Pokémon als Bullseye. Also Bullseye ist das schnellste Pokémon überhaupt im Spiel. Kobalium hat eine Init-Base von 108. Wieso es das nicht überholen kann? Ja, wie gesagt, er denkt an der Stelle halt wirklich extrem lange nach, weil es ist auch kein leichter Turn hier an der Stelle, weil man kennt es mit Erdbeben, man kennt es mit Dings Steinhagel. Und ja, ich komme hier mit Body Slam. Das ist natürlich für Wolke aus Gas ziemlich ärgerlich. Man hat gesehen, 42% hat das abgezogen. Ja, kann hier sehr, sehr sicher wieder auf Body Slam gehen. Habe mich aber, wie ihr vielleicht schon unten so ein bisschen angedeutet gesehen habt, für Zen Headbutt entschieden, was natürlich sehr effektiv auf Smoggen wäre. Er will hier natürlich mit Smogmog die Tarnsteine wieder loswerden, aber Dings ist einfach viel zu schnell dafür, dass ihr... er hier gegen das Pokémon überhaupt irgendwas ausrichten kann. Ja, er entscheidet sich für Ferdinand, was natürlich eine super Wahl ist. Es ist vom Typ Stahlkampf. Somit hätte es einen enormen Vorteil hier gegen Tauros, weil Tauros, dieses Tauros hier kann nur Feuersturm, weil ich mich eher auf Scherox vorbereitet habe. Und Feuersturm hätte halt für den One-Hit-KO bei Scherox gereicht, beziehungsweise 75%, glaube ich. Und ja, deswegen Feuersturm anstatt Erdbeben. Ja, er hat ja noch nicht mal Scherox dabei. Und deshalb Ferdinand auch eine ziemlich gute Wahl. Muss man fairerweise sagen, es kriegt auch wirklich extrem wenig Tarnsteine Schaden. Ja, und ich war so in der Situation gewesen, was tun so mit Bullseye? Zurückrufen oder drinnen bleiben? Bin dann drin geblieben, was eine wirklich gute Wahl war. Er hat hier overpredicted und gehofft, dass ich hier natürlich auswechsle. Zen Headbutt landet einen Critical Hit, was natürlich für Kyurem Black ziemlich ärgerlich ist. Kyurem Black ist aber ebenfalls langsamer als Tauros. Es hat eine 95er Base-Initiative, kann also Tauros nur mit einem Wahlschal outspeeden, hab dann auch noch den Iron Head drauf und auch Kyurem Black muss sich geschlagen geben gegenüber von Bullseye. Ja, Tauros hat hier mächtig aufgeräumt, muss man fairerweise sagen. Ja, dann habe ich mich für Zen Headband entschieden. 31% an Schaden, nicht wirklich viel. Klar kommt er hier mit Close Combat, also mit Nahkampf. Und kann hier Tauros einfach aus dem Spiel nehmen. Feuersturm hätte übrigens mehr abgezogen als das. Also ich hätte mich eher für Feuersturm entscheiden sollen. Das hätte die Hälfte abgezogen, falls ihr es jetzt unbedingt konkret wissen wollt. So, Tauros ist weg. Damit auch mein schnellstes Pokémon. Und Kobalium ist somit das schnellste Pokémon auf der gegnerischen Seite. Hat sich aber durch Nahkampf selbst irgendwie geschwächt. Ja, es hat nur noch eine Stufe weniger an Verteidigungswerten, was natürlich für Pokémon wie zum Beispiel mein Machomai sehr interessant ist, weil es dann natürlich auch bei einem Stahl-Kampf-Pokémon hier durchaus Probleme geben kann. Habe ich übrigens nicht die ganze Zeit gewusst im Wildfall-Kampf, aber habe es dann doch nachgerechnet, weil das war hier so die Stelle gewesen, wo ich dann gedacht habe, jetzt wäre es vielleicht ganz gut nachzurechnen. Wie gesagt, Machomai kann
unmöglich durch eine Attacke von Ferdinand K.O. gehen, denn ist direkt Focus Gurt, kann Konter. Also, es war für mich hier sehr, sehr sicher gewesen, drin zu bleiben. Natürlich, klar, sonst würde man es eher mit einer Offensivweste oder mit einem Wahlband oder mit einem Wahlschal spielen. Ja, also Focus Gurt ist so das Wenigste, wo man mit auf Macho Mai rechnet, aber ich wollte es einfach hier ausprobieren. Ja, dementsprechend Macho Mai hier gegen Kobalion. Ich habe mich dann für Feuerschlag entschieden, soweit ich mich recht entsinnen kann, weil ich natürlich hier auch einen Wechsel eventuell sehen konnte. Auf Cresselia wäre natürlich Nahkampf nicht sehr effektiv gewesen und da wollte ich unbedingt vermeiden. Ja, wie gesagt, Ferdinand hier sehr, sehr gefährlich, aber wir haben halt beide an der Stelle hier wirklich nachgerechnet. Man sieht, Close Combat zieht exakt die Hälfte ab, hat jetzt nur noch die Hälfte auch an Verteidigung und es ist klar, dass dann der Feuerschlag auch ausreicht. Hier hätte ich auch theoretisch sogar Konter einsetzen können, der hätte alles, was Kobalion hier an KP hat, abgezogen. Ja, wie gesagt, aber wegen dem Wechsel hier eher auf Feuerschlag gegangen. Kommt hier mit Cresselia. Das in diesem Kampf auch noch eine ziemliche Schlüsselrolle spielen wird. Man kann es so sagen, ja, Taurus hat ja bei mir so die Schlüsselrolle gespielt. Bei Quinched ist es dann das sehr stalllastige Cresselia. Er hat sehr defensive Pokémon noch übrig. Shanaira natürlich mit dem Evoliten. Wie sollte es auch anders sein? Und das liebe Cresselia hier an der Stelle. Und dann hat er, glaube ich, auch noch Tornupto übrig. Das liebe und feine Tornupto. Ja, hier an der Stelle ist natürlich klar zu sagen, Mondgewalt und Psychokinese oder Psyshock wären auf Macho Mai sehr fatal. Und deswegen, also Cresselia würde ich an der Stelle auch definitiv outspeeden. Leider habe ich hier keinen Abschlag drauf, was heißt, ich kann Cresselia das Item, was es trägt, nicht wegnehmen. Was natürlich ärgerlich ist, weil für Cresselia wäre es halt extrem nützlich, halt hier Überreste oder ähnliches wegzunehmen. Wie man auch gesehen hat, habe ich hier auch wirklich überlegt zu wechseln, aber man muss fairerweise sagen, Tangulos hat nicht wirklich die höchste Spezialverteidigung und eine Mondgewalt oder eine Psychokinese wäre auf dem Pokémon super fatal. Bullet Punch, also er sieht, ich kann keinen Abschlag einsetzen und er hat sich hier eigentlich frei eine Stufe boosten können, was nicht so ein toller Zug von mir war. Also man hätte hier an der Stelle wirklich eher zurückrufen müssen, ja. Ich habe mich hier für Gardevoir entschieden. Ah, natürlich kommt er hier in den Genuss, sich weiter hoch zu boosten. Und man muss fairerweise sagen, dieses Gardevoir ist nicht in der Lage, Verhöhner einzusetzen, was natürlich so super wäre für dieses Cresselia und allgemein auch für mein Gardevoir, wie man vielleicht auch noch später sehen wird. Ja, er ist hier mittlerweile auf plus 2, was natürlich für Gardevoir durchaus gefährlich sein kann, wenn hier Cresselia spukbar kann. Man hat ja auch viel Hidden Power Ground auf seinen Pokémon gesehen, was natürlich für Heatran gedacht war, weil er wollte hier Heatran auf jeden Fall aus dem Spiel nehmen, was ihm ja natürlich auch wunderbar gelungen ist. Ja, und man sieht eindeutig plus 2, plus 2. Da habe ich gedacht, eventuell kommt jetzt Spukball. Leider kommt Psychokinese, was mir zeigt, er hat keinen sinnvollen oder nützlichen Move für Gardevoir drauf. Jetzt weiß er aber auch im Umkehrzug, dass ich Abgasbund kann. Und es ist für beide Kontrahenten eine ziemliche gefährliche Situation. Zum einen kann ich Frostmond mit Gardevoir unmöglich mit diesem Moveset besiegen. Ich kann höchstens darauf hoffen, dass Quinch mich mit seinen Attacken Gardevoir besiegt. Wechseln wäre jetzt auch sehr, sehr gefährlich für mich an der Stelle hier, weil natürlich, man muss fairerweise sagen, weil natürlich hier Tangloss durch die Attacken massiven Schaden kassiert.
Ja, musste hier leider Macho Mai bitter und fröhlich aufopfern. Aber da ging es nicht, weil ansonsten hätte Psychokinese, wäre das Ganze weit weitergegangen hier mit Psychokinese und das hätte mir auch definitiv weniger etwas gebracht. Also wir kämpfen momentan ziemlich auf Augenhöhe, muss man fairerweise sagen, weil wir haben beide, glaube ich, 3 Pokémon verloren, wenn ich das so richtig entsinne. Und ja, der Kampf bleibt spannend. Quisea ist auf +2/+2, das heißt, das kann hier für Quinch definitiv zum Sieg reichen, wenn er das hier klug anstellt mit Quisea. Jo. Hab mich dann für Dangolos entschieden. Auf der Range reicht es noch nicht für Frostmond, Wuschelhaar mit einem One-Hit-KO aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Und hab mich hier für Toxin entschieden, um hier Frostmond auf jeden Fall zu vergiften, was es irgendwann sowieso KO gehen lassen würde. Ist halt ein bisschen ärgerlich, dass es eine relativ hohe Spezialdefensive hat. Man sieht, es zieht exakt ein Drittel, zwei Drittel der KP ab und hab jetzt hier auch noch Pech und kassiere den Spezialverteidigungsdrop, was nicht so toll ist für Tangolos, muss man fairerweise sagen. Es ist jetzt vergiftet. Tangolos ist jetzt halt auch in der Lage, nicht wirklich viel mehr auszurichten. Kriegen wir eine Psychokinese ab von Frostmond. Man sieht, ich bin auf 53 KP und Frostmond ist vergiftet. Also das heißt, Cresselia wird in dieser Situation nicht lange überstehen, weil Toxin natürlich immer mehr an KP abziehen. Man hat gesehen, er hat ja vorher keinen wirklich nützlichen Move gehabt. Ist ein bisschen ärgerlich, dass ich hier nicht rausgegangen bin. Wäre sehr nützlich gewesen, wenn ich an der Stelle zu Tangolos wieder zurückgerufen hätte. Weil Shania hätte Anno für sich auch nicht viel machen können hier gegen das liebe Shanaira. Also Tangolos wäre, glaube ich, sogar schneller gewesen als Shanaira. Sicher bin ich mir nicht. Ja, er setzt hier Aromakur ein, wieso sein Cresselia natürlich wieder geheilt ist. Und man muss fairerweise sagen, ärgerlicherweise, also ich hätte hier an der Stelle nicht zu Relaxo zurückrufen sollen, sondern eher zu Tangolos und hätte mir hier einen Vorteil verschaffen können. Selbst wenn er Tornupto in den Kampf gerufen hätte, Egesamen hätte auf jeden Fall alle Pokémon getroffen. Man sieht hier Seismic Toss, das zieht nicht wirklich viel ab. Ich habe ja auch noch Leftovers drauf, das heißt, er braucht mindestens 3-mal Seismic Toss, um hier wirklich effektiv was gegen Tangolos machen zu können. Ich wollte auf jeden Fall, dass er weiter drinnen bleibt mit Shanaira und habe mich hier für Plage entschieden. Sieht man auch gerade, der Move nennt sich Infestation oder so im Englischen. Tornupto kriegt hier massiven Darnsteine-Schaden. Man muss fairerweise sagen, man sieht hier, Infestation zieht 12% der KP von kein Frosty ab. Und das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Wuschelhaar hat gegen Tornupto keine Chance. Wie gesagt, seine Spezialverteidigung ist sehr schlecht und Tornupto wäre auf jeden Fall der schnellere Kandidat hier. Und ja, deswegen ganz, ganz schlecht hier mit Wuschelhaar drin zu bleiben. Hab hier auch nicht wirklich die besten Karten dagegen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich, dass Shanaira drin bleibt und Seismic Toss, dann hätte ich hier das irgendwie outstornen können. Er kommt mit Fokusstoß, der trifft auf Gardevoir, zieht lächerliche 8% ab. Muss man sagen, ist es, glaube ich, von Fee und von Psycho resistiert und deswegen ist auch dieser wirklich mickrige Schaden erklärbar. Ja, also am Ende hätte ich wesentlich mehr wechseln müssen, als ich das bisher getan habe. Man sieht, Tornupto hat nicht wirklich die besten Karten hier gegen Gardevoir selbst. Wenn Tornupto in den Genuss käme, hier sagen wir mal eine Feuerattacke einzusetzen, wäre das auf jeden Fall für Tornupto sehr fatal.
weil es zieht nicht alles ab. Er weiß auch, dass ich Abgangspunkt kann und somit auch Donukto in den Tod mitnehmen könnte, wenn ich denn Lust und Laune dazu habe. Und das sind dann so Züge, wo dann sehr lange nachgedacht wird, auf beiden Seiten wirklich, weil ich bin auch nicht wirklich in der Lage, ein Offensivwesten Tornupto massiv zu schwächen, muss man fairerweise sagen, weil ich kein Psychokinese und kein Psyshock. Der hätte auf Shanaira auf jeden Fall mehr Schaden gemacht. Habe aber halt auch Smogmog gesehen und gedacht, wenn ich da gegen Gardevoir ran muss, ist halt Psychokinese einfach besser. Dazu ist es halt nie gekommen. Kriegt sehr, sehr spät die Tarnsteine raus, muss man aber fairerweise sagen, ist definitiv besser, als wenn er sie gar nicht rausbekäme. Ja, habe mich hier für Leech Seed entschieden. Und ja, man sieht, Tornupto wird hier durch Leech Seed gefangen. Ja, bekommt hier 12% der KP wieder zurück. Wuschelhaar ist somit wieder auf Max HP. Ist doch schön und cool. Ja, Tornupto gerade mal mit 23% der KP vertreten. Das heißt, wenn er Tornupto jetzt an dieser Stelle hier zurückrufen würde, ohne was an Heilung zu machen, würde Tornupto auf jeden Fall beim nächsten Mal ins Reinwechseln K.O. gehen. Tarnsteine kann er nicht mehr entfernen. Und das heißt, Tornupto ist eigentlich schon besiegelt, dass es irgendwann K.O. geht. Er kann hier nur noch sehr wenig dagegen ausrichten. Klopsi kriegt Tarnsteine Schaden. Man sieht, ich habe diesmal mich für Speckschicht entschieden und das war auch definitiv die bessere Wahl. Tornupto greift hier mit einer Feuerattacke an, die natürlich wenig dank der hohen Spezialverteidigung abzieht und natürlich dank der Fähigkeit, wieso es gerade mal hier insgesamt nach Überreste 5% Schaden kassiert. Übrigens kann dieses Klopsi auch Konter. Bringt mir aber leider nichts, muss man fairerweise sagen. Selbst wenn hier Frosty Fokusstoß eingesetzt hätte, habe ich auch im Quinch mit Nahinein darüber diskutiert. Ich glaube nicht, dass es wirklich auf Relaxo gereicht hätte. Und um ehrlich zu sein, kann man bei Fokusstoß auch mal auf einen Mist hoffen, so blöd es klingt. Ja, aber es ist einfach so. Dieses Pokémon hält halt wirklich extrem viel aus. Tornupto jetzt auch K.O. Das heißt, ich habe sogar ein Pokémon mehr als Quinch. Am Anfang hat es gar nicht danach ausgesehen, wirklich, dass ich hier das Ruder irgendwie noch an mich rumreißen könnte. Klopsi hier nicht so gut gegen Quissea, muss man fairerweise sagen. Es hat natürlich einen enormen Bulk, dieses liebe Pokémon. Er hat also zwei wirklich ultra defensive Pokémon übrig. Man sieht, ich gehe hier auf Wuschelhaar, um mir hier natürlich einen Vorteil mit Egelsamen zu verschaffen. Auf der Range reicht das nicht mit Psychokinese, hier Wuschelhaar zu finishen. Das heißt, ich kann hier sehr, sehr sicher Egelsamen spielen. Kommt hier mit Psychokinese, zieht 58% der KP ab und meine Damen und Herren, Egelsamen geht daneben. Why not? Why not? Deswegen leider Wuschelhaar in einer sehr misslichen Lage, dass ich hier wirklich auswechseln muss. Komme hier mit Gardevoir rein. Und jetzt fängt es an, interessant zu werden. Man sieht, Psychokinese zieht 18% der KP ab. Das heißt, auf jeden Fall, wenn er mich mit Psychokinese hier angreift, ist Cresselia und Gardevoir K.O. Und mit Shanaira kann er gegen Tangolos und Relaxo nicht wirklich viel ausrichten, zumal er dann bei Egelsamen nicht mehr auswechseln kann. Das heißt, ich kriege permanent KP gut geschrieben. Selbst mit Aromakur könnte er den Status nicht von sich wegbekommen. Was natürlich ärgerlich ist. Also, Frostmond hier mit 2,5 heißt ja natürlich, dass er hier, glaube ich, dreifach oder vierfach geboostet ist. Man sieht hier, ich versuche auf jeden Fall AP zu sparen für Destiny Bound, weil es jetzt hier an der Stelle anfängt, so wann setze ich Abgangsbund ein? Und man sieht, Quinch boostet sich munter und fröhlich weiter, mittlerweile auf +5, +5. Was natürlich ziemlich gefährlich hier ist
für Garde Voir. Ja, Hyper Voice zieht natürlich einiges ab, kann hier leider keine Spur mal. So, Quinch ist jetzt auf +6/+6, was bedeutet, Frostmoon könnte alles weghauen, wenn er Lust und Laune dazu hat. Ja. Und das ist jetzt halt so die Sache, wann Abgangsbund einsetzen. Ich habe gedacht, okay, jetzt könnte er definitiv angreifen. Er geht weiter auf Gedankengut. Das heißt, er war sich schon bewusst gewesen, dass ich in diesem Zug hier natürlich auch dementsprechend weiter angreifen kann oder mit Destiny Bound hier natürlich darauf hoffe, dass Frostmond mich hier mit irgendeiner Attacke angreifen wird. Wechseln ist sehr riskant, zumal ich durch die Darnsteine Gardevoir überhaupt nicht mehr im Spiel halten könnte, soweit ich das weiß. Deswegen hier immer Hyper Voice, zieht auf +6 Spezialverteilung, 13% der KP ab, was schon horrend ist, muss man fairerweise sagen. Also dafür, dass es auf der maximalen Verteilungswert ist, ist das halt relativ viel. Und man sieht hier auch, ich gehe jetzt nur noch auf Hyper Voice und es kommt, was kommen muss, ein Critical Hit auf Grisseya, was es natürlich in eine sehr missliche Position bringt. Bin hier natürlich sofort weiter auf Hyper Voice gegangen. Ich muss sagen, an Quinch Stelle hätte ich hier sogar darauf predikten können, dass ich im Prinzip hier weiter angreife und eher mit Kraftreserve dann das Pokémon ausnimmt, weil was will er großartig gegen die anderen Pokémon hier noch machen? Was soll ich großartig mit den anderen Pokémon noch gegen Quisseya machen? Dementsprechend hätte man hier durchaus auch angreifen können. Man sieht hier, Quinch heilt sich hier wieder zu 100% gegen. Wäre natürlich nützlich, wenn ich hier noch Leitteiler oder Verhöhner hätte, weil das wäre eigentlich der springende Punkt gewesen, wo Quisseya entweder ausgewechselt hätte werden müssen oder Quinch hätte angreifen müssen. Und das fehlte leider und deswegen kann er hier immer wieder auf Calm Mind gehen, obwohl er ja natürlich schon lange auf dem Maximumwert ist. Man sieht hier, ich spiele hier wirklich mit meinem Schicksal, weil man muss fairerweise sagen, es kann natürlich die ganze Zeit so weitergehen, bis die AP von uns beiden alle sind. Hyper Voice kommt aber leider nicht mehr wirklich in den Genuss, hier einen Volltreffer zu landen. So, Hyper Voice zieht ca. 12% der KP ab. Ja, Calm Mind schlägt wieder fehl. Und so, bin jetzt auf Kraftreserve gegangen und Quinch hat sich ebenfalls jetzt entschieden anzugreifen. An der Stelle sei gesagt, ich hatte nur noch einmal Abgangsbund übrig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau im richtigen Zug Abgangsbund einsetze, wäre ziemlich schwer gewesen. Aber man muss fairerweise sagen, wäre das gelungen, hätte er mit Chanaira massive Probleme bekommen. Also man sieht hier, ich habe keine Chance mehr Initiative technisch hier irgendwas noch auszurichten, denn Klopsi und natürlich auch Tangolos sind langsamer. Meine Damen und Herren, wenn es euch gefallen hat, liken und pausieren natürlich nicht vergessen. Würde mich sehr freuen. Hier war der dritte Spieltag mit Grinch. Es war ein verdientes 2-0 für ihn. Alle hopp. Ciao, ciao, meine lieben Freunde.